So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cities Skylines. Als allererstes muss ich mich schon wieder... Nein, wo war ich? Das letzte Mal habe ich mich gar nicht entschuldigt. Naja, ich muss auf jeden Fall... diesmal muss ich mich aber entschuldigen dafür, dass ich es fertig gebracht habe, mal wieder den Sound komplett zu vermasseln. In der letzten Folge. Da war was. Ich weiß auch nicht, wie ich das immer wieder schaffe. Aber ich habe es hinbekommen. Wer soll es auch sonst hinbekommen außer mir? Ach ja, da Moment. Ich erinnere mich noch, wir haben da Wasserleitungen und so. So, jetzt sind wir mal wieder völlig pleite. Wir sind... Ich glaube, so viel Geldprobleme wie aktuell hatten wir noch nie. Und das alles nur wegen dem miesen Müllproblem. Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das Spiel ist... der Müll ist darauf ausgelegt, einem irgendwann komplett um die Ohren zu fliegen. Und ich glaube, als nächstes muss ich ja wieder in die Hauptstraße reinzimmern. Naja, wie sieht es denn aus mit dem Verkehr? Kreuzung und Verkehr. Wieso? Hier. Hier soll denn überhaupt nicht. Was soll das? Ich habe hier das starke Verkehrsaufkommen verboten und jetzt trotzdem starkes Verkehrsaufkommen. Könnt ihr euch mal an das halten, was ich sage? Irgendwie geht es ja hier gerade so ein bisschen rund, wie es aussieht. Moment, kann ich? Ich möchte mal da gerade kurz was ausprobieren. Ja, und so. Moment, hier staubt sich ja noch gar nicht. Eigentlich müssten die drei Spuren perfekt sein. Die dürfen nur nach rechts abbiegen, also... Drei Spuren sind eigentlich mehr als ausreichend. Hier kommen zwei Spuren an und hier werden drei raus und hier verteilen die sich auf sechs, also... Ich weiß nicht, wo das Problem hier ist, ehrlich. Huch, das ging, schnell. Da war ja was. Kleine Stadt. Sehr gut, wir haben wieder Geld. Oh mein Gott, wir haben wieder Geld. Ja, wir können jetzt Zeug bauen. Und als nächstes Wasseraufbereitungsanlage und Krematorium. Große Stadt. Okay, wir haben Geld. Wie investieren wir unser Geld? Strom. Nein, Strom geht noch. Müll. Müll. Oh, wir investieren unser ganzes Geld in Müll. Das sollte jetzt sich eigentlich anders anhören, aber na gut. Jetzt klingt es also, wie ich es gesagt habe. Wir investieren unser Geld in Müll. Logisch. Nur wohin? Also gut, ich kann dir ja zur Not nachher noch was setzen. So, Müll. Okay. Ich glaube übrigens, was ist nicht schlecht, wenn ich hier dann langsam auch mal dazu übergehe, hier dicht besiedeltes Wohngewerbe-Dingens Wohngebiet auszumachen. Ja, Wohngebiet. Genau, das wollte ich hier machen. Was war das denn? Achso. Ja, ja. Geräusche aus dem Spiel. Sowas bin ich nicht gewohnt. Wie die Geräusche machen. Wo gibt's denn sowas? So, jetzt. Das wird hier irgendwie recht wenig bringen. Egal. Hauptsache, da kommt was anderes hin, als immer wieder auflaufende Gewerbegebiete. Was zur Hölle? Nein, halt! Geht das schon wieder los? Was ist? Achso. Was steht da? Ah, unsere Tanzpraxis. Ja, ich glaube, die macht sich da ganz gut so mittendrin. Oh je. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt, aber wir haben auf einmal riesige Probleme bei allem. Gefühlt. Auf einmal geht mein gesamtes Konzept nicht mehr auf. Moment. Hier haben wir 200 pro Woche, 3200 pro Woche. Nur mal so Interesse halber. Geschätzte Produktion. Wenig. Warum so wenig?
Ah, ich kann die höher. Ah, okay. Okay, also ich gehe jetzt einfach mal dazu über zu sagen, ich kaufe jetzt dieses Gebiet dazu. Das kann ich mir zwar eigentlich überhaupt nicht leisten, aber ich habe es jetzt trotzdem getan. Ich bin wahnsinnig. Eindeutig. Okay, und hier kann ich jetzt... Zeig mal her. Nur so in der Theorie. Ich meine, in der Praxis kann ich es mir gerade eh nicht leisten. Ja. 176 Megawatt kann man... 192 sogar, das kann man mal machen. Oder hier? Moment, umgekehrt? Nein, das wird immer gleich oben sein. 32 Megawatt. Nein, ich glaube, ich muss schon hier anfangen. Hier wäre eigentlich. Wie sieht's hier aus? Hier? Eigentlich wäre es ja hier. Naja. Gut. Ich könnte das wirklich einmal hier so rüber. Ich brauche das immer mehr, wenn ich hier weiter entfernt gehe. Sonst gar nicht. Also 240 war schon ganz ordentlich, muss ich sagen. Das kostet aber auch viel. Das kann ich mir aktuell eh nicht leisten, das machen wir überhaupt Gedanken drüber. Das kostet viel zu viel. Mist. Ja, Müll, schon wieder. Was? Warum? Oh komm, also so langsam, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ich glaube, ich muss sie wieder einschalten. Ich sollte jetzt langsam wirklich loswerden, irgendwie. Ja, wir haben aktuell mehr Verbrennungskapazität, als wir am Müll hier tatsächlich rumliegen haben. Ich will mal, dass wir das jetzt leeren. Achso, wir haben ja da noch neue Richtlinien. Da muss ich mich mal kurz durchklicken. Das hatten wir alles vorher schon, Stadtplanung. Kleinunternehmen enthusiast. Vergünstigungen für Kleinunternehmen. Gebäude in geringmäßigen Gewerbegebieten verdoppeln ihre Verkäufe. Oh. Großunternehmen, Wohltäter, Industrieflächenplanung. Ermöglicht der Industrie durch die Nichtbeachtung einiger Sicherheitsregeln noch effizienter zu arbeiten. Verdoppelt die von. Oh, okay. Naja. Hightech-Wohnhäuser verwandeln Wohnhäuser in viel angesagte Smart Homes. Das habe ich schon mal vorgelesen. Ja, verdammt, was läuft hier schief? Ich baue immer mehr und mehr Häuser und trotzdem. Wir haben überhaupt keinen Bedarf an Häusern gerade. Wir haben Bedarf an Gewerbegebiet. Na gut. So, also wenn damit der Bedarf nicht gedeckt wird, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, wir müssen auch gleich Dresden erweitern. So, um ein so ein Feld. Jetzt ist natürlich dann nachher noch die Frage, wie ich das hier dann machen will. Und die viel größere Frage, wie kriege ich eigentlich Geld rein? Moment, das sollte ich nicht tun, ich bin gerade im Minus. Achso, ja, ich weiß, ich muss jetzt endlich Schritt für Schritt die Mülldeponien abbauen. Wie sieht's aus hier? Nicht voll, nicht voll, nicht voll, nicht voll. Wo fahren die Müll jetzt hin zur Hölle? Jetzt haben wir denn nicht, dass die denn jetzt...
Moment, ich möchte mal gerade kurz zu einem Wagen folgen, der da rauskommt. Ich muss das mal eben langsamer stellen. Halt, ich habe gesagt, ich will dem Wagen folgen. So, wir sind zur Mülldeponie. Bringt nach Müllverbrennungsanlage, aber wohin? Der Verkehr schon wieder. Ach du heilige Scheiße. Mehr fällt mir dazu ehrlich gesagt gerade nicht ein. Was machen die? Die Verbrennungsanlagen stehen direkt gegenüber und das sind wir einmal durch ganz Urlaub. Was? Was? Wo zur Hölle? Wo hat er jetzt den Müll abgeladen? Okay, jetzt bin ich gerade überfragt, was ist denn hier passiert? Hallo, wir haben Geld. Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Kredit abbezahlt? Nö. Muss ich das mal stehen jetzt? Egal. Sieht hier aus? 81% voll. Das wird weniger. Müllverbrennungsstatus sieht immer noch sehr gut aus. Strom? Ah, auch Wasser? Ja, passt noch. Wir haben da immer noch 40.000 Kubikmeter pro Woche Kapazität. Mein Gebäude ist abgebrannt, schon wieder. Ich habe das Gefühl, die Feuerwehrautos kommen nicht mehr durch den Verkehr. Das ist ein kleines Problem. Weiß sie doch eigentlich. Echt verdammt, wie es aussieht. Mist. Kann ich. Kann ich. Allerdings Einbahnstraße. Und hier bitte auch. Danke. Kann ich jetzt auch? Was mir ehrlich gesagt ganz recht wäre, falls das möglich wäre. Zweispurig Einbahnstraße. Ah. Schon Leute, die komplette rechte Spur ist frei. Die kompletten zwei rechten Spuren sind frei. Okay, ich glaube, wir bleiben gerade ehrlich gesagt nur eine Wahl. Was habe ich hier? Zweispurige Straßen, oder? Das sind doch zwei. Was ist das denn? Ach Quatsch. Angucken, was für Straßen das sind. Moment. Ah ja, doch, zweispurig. Okay. Dann würde ich jetzt nämlich wahnsinnig gerne um den Verkehr ein bisschen wenigstens. Wie ist denn alles hier? Wieso hängt der ganze Verkehr hier? Das soll der gar nicht noch machen. Das zählt wieder zur Kategorie, wenn die Bewohner mal nicht machen, was sie sollen. Was mächtig schief. Na ja. Wieso wird's hier enger?
Egal, wir haben jetzt 2 Spuren, das reicht. Was passiert denn hier schon wieder? Kauft sie neues Land? Ich will kein neues Land kaufen. Ich weiß, dass ich Land kaufen kann ohne Ende gerade, aber ich will nicht. Denke ich. Eigentlich. Ich habe gerade zu viele Probleme, um mich jetzt mit sowas zu beschäftigen. 70% voll. Sehr gut. Passt noch alles. Die bringen das alles jetzt schön raus. Da, gut. Okay, Verkehr. Hat sich ein bisschen beruhigt, wie es aussieht. Was ich jetzt ehrlich gesagt mal machen möchte, ist, was ich eigentlich schon, wobei eigentlich kann ich das nicht wirklich. Wobei, naja, ich könnte mal sagen, ich nehme bei jeder zweiten Straße hier das eine Ende raus. Das waren genau die falschen. Das waren genau die, über die ich das nicht tun wollte. Ich verbessere. Ich wollte doch so die hier weg und die hier weg. So, jetzt nochmal. Die hier weg. Die hier weg. Und die hier weg. So. Die kann ich jetzt noch bis zum Ende erweitern. Bis kurz vors Ende, um genau zu sein. Soweit es geht. Sprich. So, dann habe ich hier sogar noch eine Verbindung für die Menschen, die ganz zu Fuß unterwegs sind. Hier bitte genauso. Achso, okay, hier geht gar nicht mehr. Na gut, dann will ich mal hier wieder das alles da anmachen. Falls das immer noch nie reicht, hätte ich noch die Alternative zu sagen. Ich nehme die ganzen Gebäude, die wirklich direkt am Straßenrand sind, weg. Was ist denn das da? Mit der Taktik könnte ich eventuell auch den Verkehr noch ein bisschen entlasten. Dann könnte ich als nächstes vielleicht, falls wirklich alles schief läuft, sagen, na gut, ich baue einmal eine Einbahnstraße komplett von hier aus hier runter, quer darüber und hier irgendwo wieder dran. Einmal so als Brücke. Allerdings habe ich dafür viel zu wenig Geld. Und wir sind gerade. Was zur Hölle ist denn hier passiert? Moment. Ich habe hier doch gerade was gesehen. Da. Die Verstorbenen müssen transportiert werden. Ja, ja, sollte da eigentlich, oder? Leichenwagen in Verwendung, 10 von 10, was ist denn hier passiert? Vielleicht baue ich noch einen zweiten Friedhof. Wenn ich ihn finde. Ich habe auch. Och Mann, ich habe nicht mal Geld für einen Friedhof. Was ist denn gerade los? Es gab gerade irgendwie gar nichts. Ich brauche einen Friedhof, aber ich habe kein Geld und oh, komm schon. Ich will doch jetzt nicht wirklich nochmal ein Darlehen nehmen müssen. Ich kann doch nicht. Ich komme doch so niemals aus den Schulden raus. Moment, wo war das mit den Toten? Hier.
Ups. Verdammt. Ups. Verdammt, das war auch noch falsch. Ups. 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 Hier rutscht hier die ganze Zeit der Zeigefinger aus. Ich kann gar nicht sagen, woran das liegt. Da schon wieder. Ich weiß nicht, der hat sich auf einmal selbstständig gemacht. Oh, schaut mal, wir haben gar keine Probleme mehr mit Verstorbenen. Unglaublich. Das habe ich wieder gut hinbekommen, oder? Oh je, verdammt. Haben wir jetzt? Haben wir. Mir bleibt wohl jetzt erstmal nichts anderes übrig, als die Steuern auf 11% zu erhöhen. So, mal schauen, wie weit das jetzt was bringt. Kann ich es nicht mehr, kann ich nicht verschieben. Okay, das bringt ziemlich schnell was und ziemlich viel, wie es aussieht. Wir sind im Plus. Wir sind im Plus, hurra. Und zwar ziemlich deutlich, wie es aussieht. Wow, ziemlich deutlich. Ja, okay, wenn ich mal bedenke, das hier plus 10%, das, also da kriegen wir ja 1000 mehr pro Woche. Mindestens. Hier nochmal 400, hier nochmal 200, hier nochmal 100. Hier nochmal 700? Ja, okay, da kriegen wir 2000 mehr. Oh Gott, wir sind endlos im Plus. Hurra! Wie viel kostet ein Friedhof? Wie viel Zeit habe ich noch? Keine mehr. Aber ich kann noch einen Friedhof bauen. So, der kommt da unten neben dem Park. Perfekt. Friedhof. Hurra. Gut, das Problem wäre gelöst. Na gut, dann würde ich mal sagen, ich mache jetzt mal für diese Folge Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.